So, weil wir gerade so gut drauf sind, gleich noch eine Runde Ocarina of Time. Und werden wir uns hier einbegeben? Nein, hier begeben wir uns nicht hin. Wir begeben uns, erstmal dieses Schwert wegpacken wieder hier. Wir tauchen nochmal in diese Höhle rein, um bei den Toras rauszukommen. Weil ja da an diesem Eingang, wo das Portal war, war ja noch so ein Ort zum Tauchen und dann müssen wir noch den Schutzheiligen der Zoras finden, den Jabu Jabu. Jabu Jabu. So, da wollen wir mal dort rein wieder her. Los, 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 los. Jawohl. Der schwimmt halt echt zu langsam nach vorne. Um das anständig steuern zu können. Aber ändert sich bestimmt auch noch. Wir bekommen bestimmt noch Flossen oder irgendwas. Bin ich fest der Meinung. Oh ja, Rubine, überall Rubine. Und Nüsse können wir oben mitnehmen. 80, 60er können wir uns holen. Und dann würden wir noch, da hätten wir 20 übrig. Ja, wir brauchen noch 100 und 30 Rubine. Ups. Ja, genau hier will ich tauchen. So, Link Boy. Wie nix. Ach, auf der Seite. Dann gehen wir da rein. Okay, die verlorenen Wälder. Wie das alles miteinander connected ist hier. Okay. Gut zu wissen. Komm mal wieder zurück an. Weil in den verlorenen Wäldern haben wir jetzt zurzeit nichts zu suchen. Wir gehen wieder zurück zu dem Fluss. Und flupp. Muss ich jetzt wieder meinen Titel spielen? Ja. Scheint so. Aber naja. Ah. Boah, wie andauernd dieser, ja, Secret Ton kommt. Du. Ja, ist okay. Lass mich schrank. Jetzt wird schon wieder Nacht hier. Ab zu den Zoras. Zu King Zora. Weil ich nehme aber ganz stark an, dass der Schutzheilige da hinter dem King ist. Erstmal nochmal die Krüge snacken her. Weil Rubine. Stock. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob wir noch einen brauchen. Ob wir schon voll waren oder nicht. Aber mitnehmen können wir das ja trotzdem ganz gerne. So, wir reden nochmal mit dem mit Chefe hier. Okay. Meister, lies. Nalu. Und wie soll ich da hinkommen? Sind bloß Teppiche. Da sagt man bloß, dass es 18:58 Uhr ist.
Das Ding sagt nur bloß, dass ich halt hier dingsen soll. Muss ich denn von hier oben aus das Ding zeigen? Boah, ja. Menü? Was hängt denn da oben? Passiert nichts. Da passiert nichts. Kann ich das dem jetzt zeigen? Ja, okay. So rum halt. Muss ich ihn erst anvisieren. Lasst mich lesen. Von Lord Jabu Jabu, das ist doch nicht möglich. Ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Rudu niemals verspeisen. Was denkst du? Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Ganondorf unser Reich besucht hat, benimmt sich auch Lord Jabu Jabu etwas sonderbar. Dieser Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Rudu suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir. Ich behalte diesen Brief. Nehmt ihr die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Rudu so schnell ihr könnt. Er bewegt dich noch langsamer, Junge. Oh, meine Frames sind gerade am zusammenbrechen. Bestimmt wegen dem Rendern. Ich render nebenbei. Und da wird einfach eine fertig mit rüberrutschen. Oh, ich muss mal ganz kurz ein ganz kleines bisschen warten. Keine Angst, es geht sofort weiter. Da soll nur fix diese Folge fertig kodieren. Da ist nämlich gerade am Ende wieder mit einer Folge Darksiders. Nur um es mal so nebenbei zu erwähnen, die ist aber da schon lange dann draußen. Ja, und immer wenn der so eine Folge fertig hat, braucht er ein bisschen mehr Rechenleistung. Deswegen kann es sein, dass da so beim Aufnehmen ein bisschen was in die Knie geht. Deswegen machen wir da einen ganz kleines Päuschen hier, das werde ich vielleicht auch rausschneiden, mal gucken. Na los, PC. Erarbeitet. Können wir mal gucken. Alter, geht immer noch in die Knie. Mit 10 FPS. Und dann bekomme ich noch eine Twitter-Meldung. Na los, komm, mein guter PC. Das schaffst du doch mit links. Jetzt hat er's. Jetzt geht's nämlich wieder hoch von den Frames. Jawohl, so gefällt mir das. Natürlich kann man da nicht hochspringen. Boah. Aber ich finde es schön, dass er sich Zeit gelassen hat, um rüber zu rutschen. Ich lasse jetzt erstmal mal noch die Flasche in der Schnellauswahl oben drin. So, danke, Lord. Wollen wir mal gucken. Also, König war das ja. Lord finden wir jetzt. Nehme ich mal an. Zoras Quelle. Und das scheint Jabu Jabu zu sein. Lies das Schild. Zoras Reiten. Boah. Hau in Form mit Hilfe.
bitte nicht den Wal wecken. König Zora der 16. Wir gucken uns sowieso erstmal noch um. Ja, da bist du ins Wasser gesprungen. Ne, da ist nix. Uppala. Na, die brauche ich noch nicht mal töten, weil ich da sowieso noch nicht an das Ding rankomme. Aber es... Da schreit er erstmal. Da sind überall Fische. Hinten ist noch eine Art Plattform. Da werden wir mal hin schwimmen. Das war mir schon fast klar. So. Jawohl, goldenes Skulltula. Und hier brauchen wir wieder unsere Bomben. Wie der ganze Durchgang weggesprengt wurde. Ist okay. Gehen wir mal rein. Auch wenn das an sich nicht meine Absicht war, aber jetzt haben wir zumindest die Feenquelle hier. So, mal gucken, was die uns gibt, die gute Dame. Lach uns ruhig wieder aus. Ich bin das von dir ja schon gewohnt. Oder von deinen Schwestern. Kann man halt sehen, wie man will. Hallo, mein süßer Dev. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Na los. ZZ, ich hab mal anderes vor. Ferores Donnersturm, ein magischer Teleporter, den du mit C einsetzt. Nutz ihn, wenn Gefahr droht. Mit dieser Magie legst du einen Teleporterpunkt an. Rufst du Ferores Kraft erneut an, gelangst du dorthin zurück. Du kannst den Teleporter aber auch wieder aufheben und anderswo setzen, wenn du Ferores Magie beschwörst. Okay. Ist cool. Vergiss nicht, Ferores Donnersturm kannst du nur in ein Labyrinth einsetzen, in dem auch eine Karte versteckt ist. Alles klar? Alles klar. Bist du vom Kampf erschöpft, komme zurück zum Heilen, bla bla. Ja, da haben wir jetzt unseren zweiten Zauber gefunden. Irgendwie besuche ich solche Feen immer mit voller Lebens- und Magieleiste. So, da waren wir schon. Das ist der Wal jetzt hier. Jabu Jabu. Guck mal noch fix nach oben. Bevor wir uns denn, oder? Ne, wir nähern uns gleich dem Wal. Sonst muss ich ja bloß wieder so 100 Runden schwimmen, hab ich. Ehrlich gesagt, nicht viel Lust drauf. Hier können wir sogar langlaufen, das ist noch schöner. Klack, 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 klack. Voll frommisch, wo das hier hinführt. Den Hylia-See. Juckt den nicht. Hui. Ich glaube, das soll was bedeuten, dass hier Dinge sind. Einfach mal ins Auge schießen.
Warum juckt dich das nicht, du Vieh? Oder. Maybe we have to play it. Nein. Oder ich muss Tag machen. Kann halt auch sein. Nebenbei rendert gerade der Kampf gegen den Wächter bei Darksiders 2. Ach so, weil ich hier. Über diesen Punkt habe ich das ganze Teil betreten. Na, so, ja. Jabu Jabu, mein Freund. Bist du jetzt wach? Der sieht doch zumindest wach aus. Gut, wir gehen jetzt mal hier gleich runter. Da haben wir noch so einen komischen Stein. Das ist bloß die Säule. Ich muss doch bestimmt an dem hochklettern, oder? Ja, ich werde an dem mal hochklettern. Aber zuerst werde ich gucken, ob ich hier irgendwie hochkomme. Wobei, das sieht ein bisschen sehr hoch aus. Bestimmt nichts werden, ne. Ja, da werden wir aber mal zu seiner Flosse schwimmen und diesen dicken Wal versuchen zu besteigen. Also über die Flossen her. Mal wieder runter, okay. Boah, Flossenspitze. Kommst du hier hoch? Boah. Hallo, Chabu Chabu. Ein Lied habe ich denn jetzt noch nicht vorgespielt. Das muss ich noch probieren. Aber erstmal muss ich wieder vor dem stehen. Und zwar ist das Eponas Lied. Wie war Eponas Lied? Das habe ich leider vergessen. Oben links, rechts, natürlich. Der Wal bleibt unbeeindruckt. Du Stinker, was muss ich mit dir machen, dass du mich beachtest? Jetzt habe ich noch ein Item. Meine Dingens habe ich jetzt alles soweit einstecken, so Sonder-Items. Ich könnte den nur höchstens mal mit einer Deko-Nuss beschießen.
mir schon fast klar. Und das ist bloß dieser Stein. Boah, wollt ihr mich verarschen? Stehe ich hier schon bei diesen fetten Wal? Und der ignoriert mich einfach. Das kann doch wohl nicht angehen. Mal mit dem King reden, damit ich was sagen kann. Na, so war es nicht geplant. Hey Chef, bitte finde meine Liebste. Ja, es ist. Vielleicht ein Fischfeuer sammeln, dass ich den Fisch füttern kann, dass er mich hier irgendwie reinlässt. Unten waren noch Fische. Fisch, 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 Fisch. Weg. Jawohl. Du besitzt jetzt einen Fisch. Ja, mein Fisch. Ja, immer die gleichen Items drin sind. So, jetzt wollen wir es nochmal probieren mit Lord und Jabu Jabu. Wo was drauf? Nee. Okay. Gepriesen sei der Lord. diese kleinen Connections zwischen den Gebieten finde ich schon geil. Muss ich auch mal so sagen. Das ist knapp. War ich fast runtergerutscht. So, du dicker Fisch. Got something for ya. Ja, doch, mit dem Fisch. Bist so ein hässliches Vieh. Ja, und so jetzt sind wir in Lord Jabu Jabu. Na, klasse. Jabu Jabus Bauch. Na, es ist noch nicht ganz so Bauch. Ist noch direkt am anderen Kusche. Ich kann mir vorstellen, dass diese Blasen gefährlich sind. Boah, diese. Boah. Los, komm. Alter Falter. Scheiß drauf. Erstmal das Gaumenzapfen weggeschossen. Und
Ja, ich wollte eigentlich noch das Schild aktivieren, aber naja. Ja, verteilt Sturm, müsste sie so schon benutzen. Keine beteiligten Gegenstände. Ja, okay. Na komm, komm mal runter, gute Qualle. Erstmal die Qualle geschlagen. Ui, das war aber recht knapp. Ach, da verspeist einfach mal so Kisten und alles. Und so ein Vielfraß, ey. Ja, ich habe das Gefühl. What the fuck? Ruto! Hey du, wer bist du? Ich bin Ruto, Prinzessin der Toras. Was? Mein Daddy hat dich geschickt, um mich zu retten? Ich würde niemals jemanden um so etwas bitten. Flaschenpost? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Mein Daddy hat Angst um mich. Ist mir total egal. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht heim. Und du, verschwinde, kapiert? What the fuck? Boah. Das Vibe, ey. Fuck, ey. Abgewichste Drecksviecher. Vorsicht, dieses grüne, schleimige Ding ist voller elektrischer Energie. Ja, ich würde da drauf schlagen. Ja, ist okay. Lasst mich einfach in Ruhe. Diese Quallen hier von oben runterkommen, sind ja mal voll böse. Zangengeiferer. Triff sein verletzliches Schwanzende. Merk schon, das ist absolut nicht meins. Was ich ja in Stöcken brauche. Ich brauche unbedingt Stöcke. Viele, viele Stöcke. Kommst du aus dem Boden raus, ey, du Sack? Jetzt hat er auch noch. Rotes. Was bist du? Boah. So viele komische Sachen hier. Ne? Versperrt ihr den Himmel? Das ist das Rätsel. Ne. Der Schalter. Sieht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen, da du allein zu leicht bist. Mhm. Komme ich garantiert auch nicht lang. Vorsicht, Steph, dieses rote schleimige Ding ist voller ach, das ist elektrisch. Alles voller elektrischer Energie hier. Ich habe bloß noch 9 Stöcke. Was mache ich denn, wenn ich keine mehr habe? Da kommen wir ohne lang.
Hallo, es komm aus dem Boden raus, du Sackgesichter. Alter. Jetzt nicht lang. Ah, der blaue geht zu Alena. Okay. Denk mal, oh, man könnte auf dem Drogentrip. Ja, ist schon okay. Nix, hey. What the fuck? Wie soll ich denn das aktiviert lassen? Ich hab doch nichts. Ich könnte höchstens. Ne, es geht ja ohne. Und da bin ich gekommen. Vorsicht, Dev, dieser blaue Schleimige. Natürlich voller elektrischer Energie. Aber man darf sich nicht mal wegbewegen. Ah. Bad Game. Achso, der drückt sich ein Stück ein, aber nur ein Stück. Weil wir zu leicht sind. Ja, das ist mir schon klar. Dort ging es noch irgendwo lang. Zwei Räumen ist noch irgendwo Abbiegung gewesen. Genau, mal kurz zurück, würde ich sagen. Ja, das ist jetzt dieser Quallenraum. Guck mal, hier ist doch die gute Dame reingefallen. Geh mal einfach mal nachher. Oh, das ist ein goldenes Skulltulas. Du bist ja immer noch hier. Du bist ja schlimmer als eine Klette. Ich bin okay, schon seit ich eine kleine Tora-Prinzessin war, laufe ich hin und wieder in Lord Jabu Jabus Bauch herum, aber Lord Jabu Jabu ist heute ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrisch geladene Quallen und seltsame Löcher. Obendrein habe ich meinen wertvollsten Stein, aber das geht dich gar nichts an, egal. Du verschwinde, okay? Nix verschwinde. Ich solche Sorgen um mich? Dann wird dir eine besondere Ehre zuteil. Du darfst mich tragen. Übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz, ich mein's ernst. Boah, jetzt müssen wir die auch noch durch die Kante tragen, oder was? Das ist nur, weil die zu faul zum Laufen ist, oder wie? Erstmal durch die Kante werfen. Boah, Alter. Das Viehzeug kotzt mich jetzt schon an. Ach, komme ich hier wieder nach oben oder was? In den Raum. Wirkt ja fast so. Hat ja ausgezeichnet funktioniert. Boah, will die mich verarschen? Überall hier sind Quallen und was macht die? Die chillt sich ein.
Vor allem, jetzt muss ich nochmal nach oben. Will ich mich total verarschen. Alter, ey. Frauen. Schlimm. Na los. Link. Mache Eier. Ja, das ist nämlich wieder dieser Raum. Jetzt schon wieder in dieses Loch rein. Warum lässt du mich sitzen? Oh. Können wir hier hoch? Nein, natürlich nicht. Und damit so viel Ballast, wie wir hier mit haben, ist es kein Wunder. Was ist das für ein Klotz hier? Ups, das wollte ich so nicht. Du bist noch da, ja. Na komm. Boah, ich will mich jetzt verarschen, ne? Ich kann nirgendwo hochklettern, ey. Ich werde jetzt erstmal. Trinke ich meine Milch? Ja, ich trinke jetzt meine Milch. Und ich habe, by the way, auch von Zidane erfahren, dass die Kühe, die wir mittlerweile schon gefunden haben, überall, dass sie bloß dazu da sind, um, wenn ich Iponas Lied spiele, dass die dann quasi ein Dingens machen, dass die dann mir einfach bloß Milch geben. Scheiß Drecksquallen. Na. Ja, bloß Prinzessin, wo gehen wir lang? Wo kommen wir lang? Reden tut ihr ja jetzt auch nicht mehr mit mir, ist natürlich auch geil. Ich weiß, dass wir dort noch die zwei goldenen Skulltulas haben. Wo ich quasi über. Ah, das ist das Loch. Man hier auch die Quelle für diese. Nein! Jetzt bloß die Löcher an sich. Ich würde sagen, wir lassen die mal kurz sitzen, gehen wieder hoch und springen in das Nachbarloch von diesen grünen Dings. Die wird sowieso wieder zurückgesetzt auf das Dingens, auf ihre Plattform. Und von daher ist es mir relativ egal. Lord Jabu Jabu. Ist schon etwas verstörend hier alles. Hure. Noch eine Hure. So. Natürlich, ey, verschwinde doch, du Bastardvieh. Jetzt
kriege ich aber unten los. Sag mir nicht, dass die Quallen immer wieder auftauchen. Sind die Viecher wieder daher? Was soll denn das, ey? Ihr wollt mich doch trollen. Und ich brauch das Mädel für oben. Müssen wir da irgendwie nach oben kommen. War eigentlich so bei der noch ein Durchgang? Ich weiß es nicht. Wir müssen gucken. Also hochklettern und nochmal runterfallen. Möglichst nicht von einer Qualle getroffen werden. Ich habe nämlich auch bloß noch 4 Stöcke. Das kotzt mich. Ja, hier geht's auch lang. Ich bin auch doof. Blubberblasen, Blubberblasen, Blubberblasen. Oh, Blubberblase. Ah. Fast richtig. Das. Elektromander. Zerstöre ihn, bevor er dich erreicht. Na klasse. Was sind das für Dinger? Keine Ahnung. So. Milady. Boah. Wo sind die Dame jetzt hin? Da steht da gerade nichts was. Sind sitzen geblieben oder wo sind die jetzt hin? Hm. Ne, das ist bloß ein Fisch. What the fuck? Zum Hänger ist die hin. So, wird leider nämlich jetzt erstmal hier hoch. Zum einen das Skulltula-Symbol mitzunehmen und zum anderen. Eine Fee. Eine Fee, die wir uns in die Flasche stecken. Jawohl. Weil die dürfte uns komplettes Leben wieder wieder zurückgeben. Nein. Na, Link. Ich bin ja mal gespannt, wo ich jetzt die Prinzessin finde. Ob die jetzt schon irgendwie weiter ist oder auf einmal verschwunden. Da oben ist wieder so. Jawohl. Sesam öffnet sich. Ja, natürlich. Das ist eine Plattform hier. Wollte schon sagen, was bist du schon wieder für ein Bastard? Na, dann nutzen wir mal die Plattform aus. Die Folge wird jetzt etwas länger. Aber naja.
Kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Ach, jetzt sind wir hier. Hier schon so lang? Das sieht nicht so aus. Und jetzt haben wir auf jeden Fall die Abkürzung nach oben aktiviert. Ob wir sonst noch irgendwas damit aktiviert haben jetzt? Kletter hier hoch. Ach Link, du bist so unfähig. Aber ich kann hier eigentlich jetzt mal einen Stopp machen. Einfach weil hier gerade mal keine Gegner sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein und freut euch auf die nächste Folge. Macht's gut, tschüss. Macht's gut.